Friedlich. So, läuft. Weiter geht's am Motor, ne? Ja. Micha fragt gerade, was machen wir jetzt? Mittagspause. Oh, ihr habt die schon hinter euch, ne? Wir sind fertig. Klingt anders, ne? Ja. Was wir jetzt machen ist, wir werden den Block überplanen, also die Fläche plan machen, richtig? Genau. Die überstehenden Büchsen, die ja leicht überstehen, werden wir jetzt plan ziehen. Genau, das brauchen wir, den Überstand, damit wir sicher gehen können, dass die Buchsen unten auf ihrem Bund aufliegen. Hier hätten wir jetzt zwei Möglichkeiten, weil wir haben einen Gusswerkstoff in einen Gusswerkstoff eingesetzt, das heißt gleiche Gegebenheiten. Somit können wir entweder das mit den Steinsegmenten planen, die hier unten drin sind, oder alternativ haben wir uns hier einen Halter gebaut, wo eine CBN-Platte eingespannt ist. Ich würde den gerne mit der CBN-Platte planen, weil die Oberfläche wird noch etwas schöner, als wenn wir die schleifen mit Guss. Also, Hydraulik angucken, Pfefferstumpf. Wie du schon sagst, da hindrehen. Aber wir können uns ja erstmal rein optisch bis dahin bewegen. Und genau. Jetzt könntest du Stopp machen. Jetzt müsste ich an dem Rad drehen, richtig? Genau, jetzt kannst du an dem Rad drehen. Ganz langsam mal. Direkt wieder 500stel zustellen. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. Jetzt hätte ich direkt auf 500stel und gehe direkt jetzt die Umkehrschluss. Jetzt hörst du, dass er da auch schon etwas nimmt. Ja klar, weil das Messer auf der anderen Seite ja auch herläuft. Ja, aber das Messer ist ganz, ganz leicht nach da runter gekippt. Weil sonst würden wir immer einen Doppelschliff haben. Wenn das exakt gleich wäre, hätten wir immer so einen Doppelzacken. Das sind aber nur 200-300stel. Wenn du natürlich 5 zustellst, nimmt da hinten schon wieder was weg. Wir können jetzt hier auf dem Block mal was zeigen. Hier sind halt diese Ringe. Die sind jetzt aber überall gleichmäßig. Jetzt gehe ich nur zur Kontrolle einmal her. Und guckst, wie viel die noch überstehen. Ich glaube, das ist fast nicht mehr messbar. Nee, das ist mir jetzt egal. Ich gucke jetzt zu unserer Welle. Das ist ja unser Maß der Kurbelwelle. Die Kolben sollen ja hinterher alle gleichmäßig nach oben kommen im OT. Jetzt haben wir ein rundes Bauteil da innen drin. Jetzt sehe ich halt, wenn ich das hier rüberschiebe, wo der kleinste Wert ist. Der ist jetzt hier bei 188,54 und das vergleiche ich jetzt mit dem anderen Zylinder, mit dem letzten. Also wir den Block quasi übertrieben gesehen gerade fahren, dass er nicht so steht, genau, oder so steht. Da ist es 57. Das heißt, wir haben 200stel von da nach da zu der Stange. Das ist alles voll im grünen Bereich. Es könnte passieren, die ist ja sehr genau unsere Halterung, aber nur dann, wenn sie sauber auf der Maschine liegt. Ich putze alles vorher mit dem Lappen ab, auch die Halterung unten drunter, bevor ich sie aufsetze. Mhm. Sollte sich doch ein Span einschleichen und unter dem Bock sitzen, hätten wir hier sofort ein Zehntel Unterschied. Ja, gut, da wäre es ja deutlich. Deswegen aber das ist ja immer die Kontrolle. Das ist immer die Kontrolle. Wenn das hier im Bereich 200-300stel ist, alles perfekt. Das ist die Turbozunge. Einfach so. Bleibt der wohl da stehen? Ja, auf jeden Fall. Nee, stopp, wird ja geplant. Ah, nee. Super, Micha passt auf. So, dann reißen wir das Ding mal wieder an. 500stel. Ein bisschen in die andere Richtung. Oh, jetzt sieht man das ganz gut, dass hier zum Beispiel schon der Zylinderkopf was mitgenommen wurde. Hier der Block. Mein Kopf hat auch ein klein bisschen, aber es ist, guck mal, so wenig, dass selbst noch meine Zunge erkennbar ist. Was man jetzt hier gut sehen kann, ich reiß das mal ein, da ist es relativ silbern. Da wird es schon ziemlich silbern. Und also wir sind jetzt wirklich an einem Bereich getroffen, wo wir extrem wenig die Planfläche angekratzt haben. Aber was du hier siehst, dass sich über den Betrieb des Motors langsam die Bereiche um die Schraube hochziehen. Deswegen brennt ja auch meist hier die Kopfdichtung durch, weil hier haben wir noch nichts genommen. Dieser Bereich ist hochgezogen, der Bereich ist hochgezogen und der noch gar nicht. Und jetzt könnte ich 500stel dazugeben. Genau. Wir versuchen halt möglichst wenig, so wie du schon, wie Rolf gesagt hat, möglichst wenig von dem Material wegzunehmen. Wir wollen ja nicht die Verdichtung in dem Fall. Umso mehr wir wegnehmen, umso höher machen wir unsere Verdichtung. Rolf, bist du zufrieden? Was? Auf jeden Fall. Das sieht, sieht schon geil aus. Das sieht wirklich geil aus. Hier sehen wir noch so alte Lunkerstellen, wo nachher überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Die Zylinderkopfdichtung ist hier offen. Hier ist wahrscheinlich ein Wasserkanal, genau, der aber ins Leere führt. Aber unsere Planfläche, guck mal, hier siehst du sogar, wenn du mit dem Finger ein bisschen Fett drauf machst, siehst du sofort. Aber zwischen den Stegen ist es überall sauber. Wir sind sehr langsam drüber gegangen. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber, oder? Nee, ist perfekt. Manchmal hat man Kunden, die sagen, da ist ja noch was übergeblieben, das ist noch gar nicht sauber.
Da muss man wirklich sagen, leg mal die alte Zylinderkopfdichtung drauf. Du wirst sehen, nicht nur da ist in der Kopfdichtung Wasserkanal, sondern da auch. Der vielleicht hier weggelassen wurde dann am Block. Guck mal, da ist eine kleine Bohrung. Hier haben sie sie weggelassen von Audi. Das heißt, hier wird immer wieder ein bisschen Oxidation entstehen, auch trotz Frostschutz im laufenden Betrieb oder Kavitation, dass sich das wegwäscht. Und deswegen wäre das absoluter Quatsch, den Motorblock hier noch weiter zu planen, nur damit er an der Stelle sauber wird, die sowieso gar keine Wirkung hat. Das heißt, unser Block ist fertig geplant. Genau. Nächste Baustelle haben wir gerade gereinigt, ist wieder unser Bohrwerk. Das, was wir vorher rausgebohrt haben, haben wir jetzt mit der Hülse eingesetzt. Aber unser Kolbenmaß, unser 79,5 müssen wir hin. Müssen wir jetzt aufbauen. Was hat die Hülse an Grundmaß? Weißt du das? Ich habe es gestern mal gemessen, das waren 78,7 oder irgendwie sowas. Also wir haben etwas unter einem Millimeter, was jetzt wieder raus muss. Da kannst du lösen, drüben, bitte. Dann hole ich schon mal die Kette. Das können wir nicht rüberheben, weil das ist natürlich auch schwieriges Material. Die Stange ist aus dem Vollen. Der Björn sagte übrigens, ich habe ihm erklärt eben von deinem, von deiner leichten Diskussion mit dem Wagenheber und dem Überströmventil beim Büchsen einpressen. Ja. Dass das bei dir so langsam nur ging, das Überströmventil. Also in dem Fall. Das war doch eben gar nicht so schlimm. Warte, das kann ich auch. Dann meinte er, wir sollten noch mal einen Contest machen. Wir gehen hier einfach in unseren Schrank. Nehmen uns mal hier so eine Welle. Und dann gucken wir mal. Und davon kommt die Arbeit. Das machen wir eigentlich morgens immer, eine Stunde vor der Arbeit. Siehst du meine Muskel? Eigentlich. Was sieht das jetzt? Moment. Na? Du hast gerade du bist trainiert. Jetzt bist du dran. Ungefähr einen halben Michael. Warte, komm, du gehst trainieren. Komm. 601. 602. So, weißt Bescheid, ne? Miep. Woher das kommt mit dem... Kriegt der Björn das denn hoch? Der gibt auch früher auf. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Obwohl der Björn ja eigentlich auch andere Sachen gut stemmt, ne? Der, ja, vor allem geht, der hat ja auch fast sein eigenes Fitnessstudio oben. Ich meine da etwas anderes. Aber ich weiß. Springen wir? Ja. Viele fragen sich immer, wofür hat man denn eine... Eine Kranbahn in seiner Werkstatthalle. Jetzt haben wir das Gute. Achso, überall auf die Kante. Nicht auf die Finger setzen. Ja, ich würde. Zack. Geht nicht, ich bin zu dick. Haben wir jetzt offizielle Pause? Du nicht. Ich habe aber schon in der Hand. Michael, ist für dich noch eins drin? Ja, ist sogar eins da. Magst du Haselnuss, Michael? Ja, auf jeden Fall. Boah, guck mal, die dann machen wir. Der guckt es schon gerade schon so. So, magst du das wirklich? Eine offizielle Pause. Wie sagst du immer? Weil ich sage? Schnitt. Schnitt, sag ich Schnitt. Sag mal Schnitt. Schnitt. Das ist Joko, Alter! Joko, ja! Jetzt ist Joko da! Oh, hier steht ja auch. Siehst du damit? Warte mal. Ja, wir müssen jetzt festlegen, wie groß wir bohren. Wir wollen, also unser Endprodukt soll 79,5 genau sein, ne? Genau. Das müsste für mich 79,5 sein. Genau, da ist 80, 0,5 mm zurück. Fertig. Jetzt müssen wir eigentlich zu Null hin, dann hätten wir unser perfektes Maß. Dann hätten wir also die 79,5. Da wir gesagt haben, wir fahren aber mit 300stel, mit 3/10 erstmal rein, um zu kontrollieren, gehen wir jetzt also zur 3 hin. Und jetzt bohren wir da ein bisschen an, dass wir messen können. Dann nehmen wir den Vorschub raus, weil wir wollen nicht den Stahl im Schnitt anhalten. Das mag der nicht. Dann machen wir aus und man kann erst hochfahren, wenn er steht. Der Motor aus ist. Und ich wette, dann sieht man so ganz leichten Kratzer, sieht man bestimmt. Immer. Wenn du es nicht möchtest, musst du ihn wegziehen. Da sieht man diesen, wo ich gerade von sprach, diesen ganz kleinen Kratzer. So, also wir sehen hier, wir sagen einfach mal 29. Mhm. 29 Hundertstel. Anpeilen würden wir jetzt 10, dass 10 drin bleiben. Kontrollmessung. Wenn er jetzt gleich laut wird, nehmen wir den Gang wieder raus. Das ist jetzt gleich. Fahren wir Bohrwerk raus, messen sicherheitshalber noch mal gegen. Und jetzt wissen wir genau, was der gleich bohrt für unsere ganzen 5 Zylinder. Das ist quasi das letzte Mal, dass das Bohrwerk da durchgeht. Wir stellen jetzt nichts mehr ein, das ist jetzt unser Endmaß. Jedes Mal die Uhr überprüfen, weil die kann man beim Hinlegen verstellen oder so. Das ist extrem wichtig. So. Das ist die finale Bohrung, die wir hier vornehmen.
sind jetzt gerade im ersten Zylinder. Und das Ganze machen wir jetzt natürlich fünfmal mit allen Zylindern. Und der nächste Schritt wird sein, Rolf, an der Hohnmaschine, ne? Eigentlich ja. Plan bohren, hohen. Nach dem Bohren wird er lackiert. Und nach dem Lackieren geht er direkt in die Hohnmaschine. Ein weiterer Tag mit Rolf am Urquarto. Guten Morgen. Also, heute geht es erstmal den Plollstangen weiter. Wir wollen ja die Plollbuchsen erneuern. Die sind hier. Aber davor machen wir den Schritt mit dem Lagerspiel bestimmen und den Grundbohrung herstellen. Ich habe die Grundbohrung alle gemessen. Die waren relativ klein. Die hatten alle rund um minus 1. Das heißt, von der 49er Grundbohrung, 49,00, hatten wir ein Hundertstel kleiner. Ich habe dann probehalber ein paar Lagerschalen eingebaut in eine Stange. Und wir hatten auch nur knapp 200stel Ölspiel. Das ist auf jeden Fall zu wenig, ne? Wir wollen da auch schon 300-400stel haben. Deswegen müssen wir die Grundbohrung aufhohen. Das funktioniert auf der Maschine, eine Horizontalhohnmaschine. Da haben wir hier den Hohnkopf, Hohnsteine, Gleitschuhe und viel Öl. Dazu immer die passende Messo eingestellt für die Grundbohrung, damit ich sehe, was passiert. Ich gucke jetzt einmal. Ich habe die schon gehohnt, deswegen wird nicht mehr so viel passieren. Ich mache es mir noch einmal vor. Die wird dann handgeführt hier drüber geschoben. Ab und zu muss man eben wechseln, damit es gleichmäßig wird. Dann immer nachmessen. Und wenn ich dann das gewünschte Maß erreicht habe, ich habe die jetzt hier auf plus 100stel gehohnt. Jetzt geht es weiter zum Lager einbauen. Jetzt geht es daran, das alte Auge auszupressen, richtig? Genau. Wie sind die Pleuler eigentlich so schön sauber geworden? Ja. Die sahen so nicht aus. Ich habe noch letztes Mal gefragt, warum die so schön aussehen. Ja. Und jetzt sehen Sie, guck mal, also das sieht wirklich aus wie nagelneue Ware. Genau. Wir haben ein Tauchbad zum Entrosten. Da können wir leicht angerostete Sachen gut entrosten. Dann liegen die so 2-3 Stunden da drin. Dann habe ich die einmal in unserer Routine Drahtbürste, wo du auch schon mal Ventile sauber gemacht hast. Da hält man die dran, dann kriegen die halt so eine einheitliche Oberfläche. Und dann sind wirklich alle Rostmarken wieder weg. Zum Anziehen hier bei diesen ganzen Bearbeitungen nehmen wir natürlich die alten Schrauben. Denn die neuen Schrauben waren gar nicht so einfach zu bekommen. Das ist keine Lagerware mehr. Alte Audi-Teile ist generell leider keine Ware mehr. Und generell ist bei Audi-Fahrern ein guter Satz sehr bekannt. Den habt ihr alle schon mal gehört. Das ist leider ersatzlos empfallen. Ersatzteil, gerade so Old-Youngtimer, echt super manchmal schwierig. Dann. Ja, Klassik-Parts hilft. Und da sind dann die neuen Schrauben drin. Deswegen möchten wir natürlich nicht diese neuen Schrauben, wer weiß wie oft anziehen, langziehen und sonst irgendwas. Dafür reichen die alten vollkommen aus, weil die brauchen ja keine Kraft aushalten hier. Wir müssen nur sicherstellen, dass die Bohrung jedes Mal rund wird. Wenn wir jetzt einen Arbeitsschritt durchführen, dafür reichen die deutlich aus. Und hinterher für die Endmontage werden dann final die neuen Schrauben verwendet. Hier ist schon die Lagerschale drin. Genau. Man sieht, dass ihr gemessen habt, das ist jetzt also perfekt in unserem Maß, so wie wir es brauchen. Genau, das hat 300-400stel Ölspiel und so möchten wir es gerne haben. Der nächste Arbeitsschritt ist jetzt, das Kolbenauge oder Pleuelauge auszupressen. Ich kann das hier einfach rauspressen. Du kannst das einfach rauspressen. Oh, die hat aber einen geilen Hub. Sind die so fest da drin? Ist dein Arm wieder am Ende? So, jetzt rutscht die Hülse. Kluck, jetzt ist sie rausgefallen. So, nun ist unsere Hülse raus und die steckt. Oh, ist aber schon eng hier, ne, das Teil. Obwohl, das geht. Also, das war jetzt nicht sehr fest. Ja. Ein kleiner Einwand, bevor du gleich zu arbeitswütig wirst. Eine nicht auspressen, weil wir brauchen gleich ein Pleuel mit alter Hülse, um die Maschine einzustellen. Was mich noch interessiert, hier ist ja eine Tropfölbohrung, nennt die sich, glaube ich. Genau. Die Hülse hat auch eine Tropfölbohrung, die saß natürlich so da drin. Unsere neuen haben diese nicht mehr. Ja. Setzen wir da eine Bohrung? Ja. 1, 2, 3, 4 schon fertig. Das fünfte ist für dich. Rausgepresst hast du das ja mit der Presse, mit der kleinen Handpresse. Hier reinpressen machen wir einfach einen Schraubstock. Da haben wir so glatte Stahlbacken, aber glatt. Dann hast du ja eben gesagt, oder gestern schon, hier ist ja wie so ein Puzzleteil. Richtig. Das möchten wir natürlich nicht unten haben, wo der Druck ist von der Pleuelstange. Seitlich. Oben zum Pressen wäre es auch blöd. Wir drehen das immer so ein bisschen 45 Grad zur Seite. Oh, das geht aber leicht. Beides leicht eingeölt. Machst du einfach bis auf Kontakt. Fertig. Büchsen passen, weil es sind die passenden für die Pleuelstangen. Das heißt, die stehen jetzt weder da noch da über. Die liegen sehr gut da drin. Die dürfen ja nicht rausstehen, dass sie hinterher hier irgendwo am Kolben schleifen. Ja. Ja, und deswegen ist dieser Bearbeitungsschritt fertig. Aber was wir jetzt noch machen müssen, jetzt haben wir hier unsere Bohrung, unsere Tropfölbohrung. Genau. Und wir haben noch kein Loch drin. Und ich vermute,
Der Rolf hat sich alles schon fertig gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt das Loch bohren. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist da was vorbereitet? Wie? Sitzend arbeiten? Ja, ist nicht unsere Höhe, ne? So eine Standbaumaschine. Die sind ja hier schön gerade. Deswegen können wir die wunderbar hier auf die eine Seite vom Schraubstock stellen. Ja. In die erste Tollbuchse. Das war schon. Wir sind ja jetzt noch nicht fertig. Jetzt haben wir zwar ein Loch gebohrt, aber wir müssen das Ganze ja noch entgraten. Hier innen drin sieht man jetzt wunderschön den Grat. Und den müssen wir wahrscheinlich entgraten, gehe ich von aus. Ne? Ja, wir haben aber auch erst noch eine nagelneue Plollbuchse drin. Da passt der Kolbenholz noch gar nicht rein. Ach stimmt, die müssen wir noch aufhalten. Genau, deswegen ab zur nächsten Maschine. Das war das, was ich ja vorhin gesagt habe, dass ich erst eine Plollstange brauche, um diese Maschine einzustellen. Mhm. Ne? Jetzt nehmen wir die neue, denn die Höhe vom Pleuel ist ja entscheidend, weil ich kann hier die Höhe des Pleuels variieren zum Bohrkopf und muss das an einem alten Pleuel abnehmen oder für manche Motoren haben wir einfach ein Musterpleuel, mit dem wir das dann einstellen, damit die hinterher alle gleichmäßig sind. So, dazu haben wir hier ein Dreibackenfutter, das wird auseinandergespreizt. Stecken die Pleuelstange auf. Von hier außen wird jetzt ein Bolzen, hält dann die Pleuelstange unten seitlich fest. Jetzt wird das Futter angezogen oben. Dann so ein bisschen Platz kurbeln. Jetzt kommt das Einstellwerkzeug da rein. Das sieht schon alles viel filigraner aus. Wir müssen jetzt einmal hier seitlich gucken. Da merke ich mir, jetzt sind wir bei 24 und da bei 20. Die Mitte dazwischen wäre 22. Also drehe ich jetzt hier auf 22. Nochmal die andere Seite. Hat auch 22. Fertig. Eingestellt. Einschalten. Vorschub, wir nehmen langsam. Was wir jetzt gar nicht, oder was wir gar nicht erwähnen, was mir interessiert, wir haben einen 22er Kolbenbolzen. Genau. Was für eine, wie groß ist diese Bohrung jetzt? 22,025 mm. Also wieder ein Viertel Blatt Papier. Ja. Du hast letztens bei dem Bohrwerk für die Zylinder gezeigt, dass beim Rausziehen vom Stahl so ein Strich entsteht. Das wollen wir hier nicht, deswegen, man kann auch so starke Maschinen einfach verbiegen mit dem Daumen. Drücke ich einfach mit dem Daumen hier ein bisschen drauf, drücke den Stahl etwas davon weg, das ist jetzt vielleicht 200stel, aber jetzt zieht er mir keinen Strich da rein. Macht er mir keinen Strich durch die Rechnung. Wie immer die Überprüfung, magst du selber. Jetzt nicht in ein gebohrtes Loch rutschen. Schön, ne? Ja, perfekt. So, zur haptischen Prüfung. Das war ja jetzt die messtechnische. Hier ja, das ist das, was ich auch kenne. Wir stecken, gucken, ob unser Pleuel, unser Kolbenbolzen in das Pleuel reingeht. Oh, der. Das ist schön, ne? Boah, man spürt richtig, das ist, wie man früher sagte, so saugend. Und man kann jetzt zum Beispiel hier nicht kippeln. Wunderschön. Wir überholen hier gerade wirklich den Motor bis aufs kleinste Detail, ne? Ja. Also mir gefällt das aber noch nicht. Jetzt haben wir natürlich, du hast vorher durchgebohrt, wir haben jetzt nacheinander die Pleuelbuchse gebohrt, ist aber eine sehr scharfe Kante da drin. Ja, genau, an der Bohrung meinst du? Ja. Wie kriegen wir die denn von innen gefräst? Ja, mit ruhiger Hand. Von außen könnten wir es ja von außen so anfahren, aber wie kommen wir denn da rein? Jetzt bin ich gespannt. Hier ist gerade ein bisschen voll, unser neuer Kompressor ist angekommen. So, hier habe ich weiche Gummibacken. Nicht, dass jetzt einer gleich meckert, boah, wie spannt der denn das Pleuel ein? Das sind wirklich Gummibacken. Und hier, es geht halt nur mit Handarbeit. Aber das ist auch schon, jetzt sieht man das Schöne, es ist schön entgratet und mit feiner Hand gemacht. Ein kleiner Schritt fehlt noch. Was wir immer noch machen, ist dann mit dem dicken Daumen nur einmal die äußere Kante brechen. Also nicht reingehen auf die gebohrte Fläche, sondern ich entgrate das einmal hier. Das ist hinter zum Ansetzen vom Kolbenbolzen einfach schöner. So, 5 Pleuelstangen komplett bearbeitet. Ja, das heißt, Pleuele sind fertig, unsere Kurbelwellengasse, unser Motorblock, unsere Laufbahnen sind fertig, unsere Büchsen sind fertig eingesetzt. Nächster Step, da steht er schon, Motorblock nochmal entfetten, säubern. Das heißt, nächste Mal, wenn ihr den Block seht, ist der schwarz, gehe ich von aus. Genau. Wir haben ja nicht gesagt, eine andere Farbe, sondern der wird schwarz glänzend sein. Und dann wird der nächste Schritt sein, wir honen unsere Zylinder, richtig? Richtig. Und dann kommt noch die Endreinigung des Motorblocks und aller Teile, weil es sind überall noch kleine Krümel, kleine Schleifpartikel dran. Da wird alles nochmal zerlegt, alle Teile aus Schrauben einzeln abgebürstet, im Pinselreinigerbad alles für die Montage vorbereitet und dann können wir Pleuel, Kolben, Kurbelwelle montieren. Und hier.
Geil. Also, bis zum nächsten Video.